Das ist so ein Mechanismus vom Körper und du scheißt das aus dem Maul aus. Aber wie ist das gemacht? Egal welche Straße ich fahre, ich verfall. Junge, ist das geil. Sodawasser, meine Lieben. Ich begrüße euch zu dem neuen Vlog hier. George, der Kamera-Guy, ist auch am Start. Ich glaube, wir müssen da rein. Wir sind auf jeden Fall gerade am Flughafen. Sind gerade zum Flughafen gefahren, meine Lieben. Weil es werden jetzt ein paar geile Tage anstehen. Holy shit, da ist viel los. Auf jeden Fall, wir fliegen jetzt erstmal heute nach Hamburg. Dann werden wir nach Berlin fahren, übermorgen im Zug. Und ja, wir werden ein paar Leute treffen, Freunde. Wir werden uns eine geile Zeit machen. Ich nehme euch da einfach ganz entspannt mit. Travel-Vlog hier sozusagen am Start. Und ja, ich freue mich. Aber jetzt müssen wir uns mal hier alles checken. Und ich glaube, wir sehen uns dann im Gate oder so wieder. Oder im Flieger. Perfekt, Freunde. Immer wenn ich zu filmen beginnen will, kommen Bäume. Auf jeden Fall sind wir gerade vor, George, vor wie lang? Vor 20 Minuten, oder? Ja. Sind wir jetzt in Hamburg gelandet. Das Wetter ist hier natürlich auch Bombe. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal ins Hotel fahren, Freunde. Alles abstellen dort. Und dann wollten wir eigentlich noch pumpen gehen. Und wir wollten eigentlich auch noch die Reeperbahn auschecken gehen. Reeperbahn, ich meine Reeperbahn. So, liebe Freunde, ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt auch einen YouTube-Kanal eröffnet, auf dem täglich Reactions online kommen. Dementsprechend unbedingt Link in der Videobeschreibung abchecken, abonnieren und natürlich die Videos schauen, Freunde. Let's go, Kuss geht raus. So, meine Lieben, wir sind im Hotelzimmer. Ich zeige jetzt hier ganz kurz einfach das Hotelzimmer. Wir machen hier eine kleine Roomtour, die nicht lange dauern wird. Wir haben hier einen Raum. Wir haben hier einen Kasten, der von uns definitiv nicht verwendet wird. Wir haben hier eine Dusche. Sieht eigentlich echt geil aus. George meinte vorhin so, ja, es sieht jetzt auf einmal alles in schwarz-weiß, weil er hat sein Handy auf schwarz-weiß gemacht, weil er so handysüchtig ist. Also, wir nein, das ist drinnen. Wir haben dann hier das Bett, eigentlich auch sehr nice. Und ja, hier haben wir noch so eine kleine Ecke, wo wir unsere Sachen ablegen. Ja, perfekt. So, meine Lieben, wir sind jetzt in unserem Gang, Alter, da halt. Scheiße, wir gehen schon wieder völlig falsch. Wir müssen jetzt mal das Gym suchen. Ja. Es muss hier sein. Auf jeden Fall haben wir nämlich das Gym auf unserem Hotelgang. Jetzt ist nur die Frage, bei Gym, bei Hotelgyms, ich glaube, ihr kennt das. Es ist immer so, keine Ahnung, entweder es ist völlig scheiße oder es ist gut. Hattest du jemals ein gutes Hotelgym? Boah, schwer. Ich glaube, so ein richtig gutes eben nicht. Ja. Deswegen, ich bezweifle, dass das gut sein wird, aber ich wusste es, Digga. Vergiss es. Junge, Leute. Ich meine, krass, hier im Techno-Gym, völlig überteuert, genauso wie mein Home-Gym von damals. Kann ich ja nichts für Beine machen. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein Gym raussuchen hier für Hamburg. Okay, folgendes. Wir haben uns jetzt ein Gym rausgesucht. Zwar ein klassisches Gym, Freunde, und zwar das McFit. Das war das Einzige, was jetzt hier in der Nähe ist, so mäßig. Und wo wir wissen, also ich glaube, dass sie halt einfach einige Maschinen haben, auch wenn ich sie nicht zu 100% feiere, bin ich ganz ehrlich. Aber ja. Wir geben dem Ganzen einfach mal einen Try und so, glaube ich, für unterwegs, wenn man unterwegs ist, geht das völlig klar. Deswegen, wir steppen da jetzt hin, sind ganze einen Kilometer. George wollte schon wieder mit dem Taxi fahren, nur weil er einmal fucking Beine trainiert hat und jetzt fucking Muskelkater hat, Digga, diese Pussy. Ich habe heute übrigens auch Beine. Und morgen werden wir Hauptkanal-Video drehen, Freunde. Da werden wir, glaube ich, auch ein bisschen viel rumsteppen, glaube ich. Special Aber ist immer Guest. Mit einem Special Guest. Das wird echt, echt geil. Ich freue mich sehr drauf. Mal schauen, was das wird. Wir haben noch nichts geplant. Oder jetzt erstmal einen High- und Hungrig-Merch an. 187 lebt hier auf jeden Fall. Tschüss. Digga, ich bin sehr gespannt auf die Reeperbahn später. Ich glaube, wenn man in Hamburg ist, muss man das schon mal gesehen haben, oder? Naja, hä? Ist das so schlimm? Es ist doch einfach nur so eine Straße, wo es Restaurants, Bars, andere gewisse Läden gibt. Nee, wir gehen für die Restaurants. Wir wollen uns das einfach nur einmal anschauen, weil man hört halt immer Reeperbahn. Nur schauen. Wir schauen, Freunde, wir schauen. Nur schauen. So, wir haben jetzt das Navi angemacht, weil wir zu dumm sind. Wir sind jetzt zum zweiten Mal falsch gegangen, aber jetzt... Du bist falsch. Digga, was soll das? Also ich muss sagen, die Straßen hier sehen irgendwie so... Also, George hat gerade London gesagt. Bei mir, ich habe mir vorhin gedacht, so Amsterdam-mäßig auch so ein bisschen. Also ich ziehe hier gerade schon so ein bisschen aus einfach. Freunde, das war gerade zu geil. Wir gehen hier gerade längs an der Straße und steppt zu einem aus dem Auto und sagt so, ey, du bist doch Manuel Haas. Ich so, jojo, hallo. Wir stehen uns so zu ihm und er auf einmal so, oh, du bist George, der Kameramann. Das war so geil, ohne Witz. Das war echt lustig. Da Freunde. Digga, ich kann nicht mehr reden. Da vorne, Freunde, ist das McFit.
Training, meine Lieben, vom ersten Tag hier in Deutschland hätten wir erledigt. Es standen Legs an und ich bin wirklich erstaunt gewesen, wie das Training war. Ich hätte das überhaupt nicht so eingeschätzt, dass es so gut wird. Ich war sehr im Fokus. George hat ein bisschen Push gemacht, hatte ein bisschen Kopfweh. Ja. Deswegen, ich glaube, es wird jetzt mal alle Zeit. Wir gehen jetzt ins Hotel, werden kurz ein bisschen ready machen und dann werden wir was Gutes essen gehen. Was Gesundes, Freunde. Und ich wollte euch dann kurz nur einfach zeigen und sagen, wie ich das immer mache, wenn ich halt auswärts esse. Weil ihr wisst, ich bin eigentlich auch gerade derzeit so in der Phase, wo ich einfach ein bisschen leaner werden will, ein bisschen shreddeder werden will. Heute übrigens neues Tiefgewicht, 88,7 glaube ich. Es geht bergab in der positiven Art und Weise. Aber ich verzichte bisher eigentlich noch nicht wirklich auf viel. Natürlich bin ich im Kaloriendefizit, aber geht dennoch, würde ich sagen, im Schnitt so 2-3 Mal auswärts essen. Dreh ab und zu gute Food-Challenges, wo gut Kalorien konsumiert wird. Aber es kommt halt immer eben darauf an, auf die gesamte Woche gesehen, wie hart man durchzieht. Wenn du dir 2-mal was auswärts gönnst und sonst immer gut nach Plan ist und so weiter, wird das nicht zerstören. Deswegen, genug gelabert jetzt. Wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich einfach beim Essen und ich zeige euch, was ich mir immer so nehme. Holy shit, ich habe das so lange nicht mehr gegessen. Getrunken, Alter. Das ist ein Mango Lassi. Holy shit, das ist ehrlich geil. Wir sind hier in so einem asiatischen Laden. Haben jetzt auch richtig geil Essen bestellt. Das zeigen wir euch gleich, Freunde. Am Weg hierher, mein Magen hat geknurrt ohne Ende. Und ich wollte euch ja ganz kurz nur einfach erzählen, auf was ich schaue, einfach wenn ich auswärts essen gehe. Ich finde asiatisch immer richtig geil, weil wir haben jetzt hier einmal eine knusprige Ente bestellt mit Reis und Gemüse. Wisst Bescheid, Proteins, Kohlenhydrate. Und dann haben wir nochmal ein paar Rollen bestellt. Da auch mal Lachs dabei, Reis und so. Auch eigentlich basically Kohlenhydrate und Eiweiß. Ich finde, so kann man das ganz geil machen. Jetzt im Vergleich zu, ich könnte auch rein theoretisch zu, keine Ahnung, McDonald's gehen und dort auswärts was essen oder zu irgendeinem Burgerladen, wo es dann extrem fettig ist und so. Sicher ist auch wahrscheinlich fettig. Aber es ist, finde ich, einfach eine cleane Variation, dieses asiatische, wenn man mal auswärts essen gehen will. Und wenn wir uns ehrlich sind, das Essen ist einfach nur endlevel geil, Freunde. Ich habe meine Tasche fast vergessen. Okay, wir sind hier jetzt ausgestiegen. Ich habe absolut keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Wie wir sehen können, es ist hier sehr speziell, glaube ich. Aber ich lasse das Ganze mal auf mich wirken. Freunde, mein Motto ist einfach, ich will einiges von der Welt sehen. Wir wollen viel rumreisen. Ich nehme euch da mit, deswegen Kanal abonnieren und das Video liken. Und ja, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ich halte euch am Laufenden, Freunde. Okay, ich ziehe. Ich weiß gleich nochmal was. Schätze euch wieder. Freunde, das ist schon heftig. Ich sehe das immer nur so aus den ganzen, ich weiß nicht, so 187 Straßenbanden, Musikvideos und auf irgendwelchen YouTube-Videos. Aber sowas mal hier in echt zu sehen, George, das musst du zensieren. Ne? Also Real Talk, Digga, ein bisschen Schiss bekomme ich hier schon, Junge. Es sieht hier nicht ohne aus, irgendwie. Ja, Wir wurden auch schon mal gewarnt, so nicht filmen und so. Also ja, keine Ahnung, Leute. Es ist eine eigene Welt hier auf jeden Fall. Aber wir filmen trotzdem. Meine Lieben, wir sind wieder im Hotel. Fazit zur Reeperbahn, ich weiß nicht. Vielleicht haben wir auch einfach einen Tag erwischt, wo nichts los war, weil es war wirklich nichts los. Wir haben Sonntag. Obviously, Sonntag, glaube ich, ist... Warum sollte da jetzt viel los sein? Auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht. Das sind halt einfach nur dafür, wofür die Reeperbahn bekannt ist. Läden, umschreiben wir es mal so. Und mal interessant einfach zu sehen, was da ist, was da für Leute sind, was da so abgeht. Aber mehr, ja, mehr auch nicht. Immerhin haben wir gut Schritte gesammelt. Ich habe jetzt 16.000 oder so. Dementsprechend, wir haben es 0 Uhr, Freunde. Wir haben morgen einen vollen Tag. Deswegen werden wir schlafen gehen. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen wieder. Peace. Gute Nacht. Guten Morgen, meine Lieben, zum zweiten Tag hier aus Hamburg. Wir haben gerade vorhin... Das Licht kommt nicht schlecht. Wir haben gerade mit Holle telefoniert, Freunde. Es wird eine Collab auf meinem Hauptkanal geben und ich will auch hier, werden wir für einen Vlog ein bisschen was mitnehmen. Der Dude ist, glaube ich, echt, echt lustig, Junge. Ich rufe ihn so an und er sagt so, weil er irgendwann, ich glaube, ich keine Ahnung, neben mir wen gehört habe, er sagt so, ob meine Freundin neben mir liegt und nicht so. Digga, nee. Leider ohne Kamera. Es wäre tatsächlich schöner, wenn meine Freundin da liegt. Aber es ist nur der Kameramann. Ich freue mich mega drauf. Wir drehen ein Video für ihn, wir drehen ein Video für mich. Könnt ihr gerne auf meinem Hauptkanal Manuel Haas auschecken. Jetzt chillen wir einfach noch, wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh. Zogen gerade.
Moin, moin, Biggi. Aber Maschine, Alter. Ja, so Maschine, Junge. So, Holle. Wie geht's euch? Wie geht's gut, Digga? Bist du schön angekommen hier? Ja, so halbwegs. Ein bisschen verballert heute, echt keine Ahnung. Also so geht's mir täglich. Immer, so ne? geht's aber nee, okay. Aber ich drehe nebenbei auch noch einen Vlog. Ja. Ich werde auch einen Vlog-Kanal am Start. Ah, kein Problem. Ich hoffe, ihr habt nicht so offensiv die Kamera portiert da vorne. Wir sind extra hinterm Laden gestanden. Okay. Für Holle ist da jetzt was undercover am Start. Ja, wir machen undercover Basis. Aber alles andere seht ihr noch Holle seinem Kanal. Und es beginnt schon mal gut. Wir haben gerade für Holle Intro aufgenommen, Digga. Einfach das scheiß Mikro nicht angewiesen. Ja, aber und was war das eigentlich für ein bodenloser Lachflash? Das war ein guter Lachflash. Wir haben 2 Minuten einfach nur aus dem Nichts abgelacht. War das auch auf Kamera? Nee, leider. Wir haben das nur auf deiner Kamera. Schade. Aber es war wirklich bodenlos, Junge. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Richtig, Digga, richtig. So muss das. Aber ich muss sagen, Digga, ich bin jetzt zum ersten Mal in Hamburg. Wir waren gestern auf der Reeperbahn. Ja. Reeperbahn? Ja, wir haben was soll man sagen? Es war heftig, aber es war wenig los. Es liegt wahrscheinlich daran, dass Sonntag war, oder? Sonntag, genau, unter der Woche so. Du bist da öfters? Nee, nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr so auf Party unterwegs. Früher war ich da hin und wieder mal, aber da ich ja Buxtehuder jung bin sozusagen, ne, ich war ganz selten feiern in Hamburg. Okay. Und wenn, war immer Krampf, weil ich wusste, ich schieb Absturz am Schluss und muss kotzen und so. Und dann von Hamburg... Aber du säufst schon länger nicht mehr, oder? Schon ewig nicht mehr, ja. Ich trinke auch seit 3-4 Jahren nichts mehr. Gar nichts mehr. Ich bin 19, Digga, deswegen ist es jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe mit 15, 14 habe ich öfters mal was getrunken gehabt, aber ja, ich weiß nicht, dann durch Sport und so weiter, Gott sei Dank eigentlich nicht mehr so. Umso besser. Ich finde, man muss gucken, wie man selber einen Umgang hat. Manche können es gechillt machen, manche nicht. Ich bin, sage ich mal, einfach scheiße drauf, wenn ich gesoffen habe, um so zu sagen. Aggressiv, ne? Oder? Ja, nicht mal unbedingt, aber unter Umständen, ich bin einfach nicht die Person, die ich gerne sein würde, so, und schäme mich danach gerne mal für mich selber, dann lasse ich es lieber sein, so, ne? Das stimmt. Das muss nicht sein. George hat jetzt von Holle und mir die 2 Restdöners bekommen, weil wir fressen heute noch so viel. Ich finde, der meiste essen wir nicht. Hallo, ohne Witz, George geht nicht mal wir essen so ein paar Bissen. Ne, wir hauen schon gut rein. Ja, immer. Wir hauen so viel rein. Wie nötig. Nur wir haben uns auch gedacht, George hat eben gesagt, er hat gerne was in der Hand. So, jetzt hat er 2 Prügel in der Hand. Aber das hast du falsch verstanden, er wollte etwas von dir in der Hand, Holle. Ja, das kann er. Später geht das. Außerhalb der Kamera. Holle, gehst du eigentlich oft zu McDonald's? Gar nicht, gar nicht. Privat gehe ich gar nicht, außer mal für ein Video. Ich war jetzt in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 3-mal bei McDonald's, das war jedes Mal für ein Video. Und weil es nicht schmeckt oder weil... Nee, ich bin privat sehr, also relativ gesund unterwegs. Also ich so, sage ich mal, ungesund esse privat, ist eher seltener und sonst sehr bewusst ernährt. Okay, das ist gut. Ich bin froh, dass Holle auch so lost ist, wie ich, was Parken angeht. Ich vergesse mich auch immer, wo ich stehe. Scheiße. Digga, und wir müssen jetzt mal erst das Auto suchen. Aber mir geht's nicht anders, Junge. Ich hab's einmal fast nicht gefunden und ich habe ohne Witz eine Stunde gesucht. Das haben wir auch. Das ist so kritisch, Digga. In Berlin. Oh, du hast eine Freundin? Ja, ich habe auch Kind. Wirklich? Ja, ich habe auch Kind. Alter, krass, das wusste ich gar nicht. Ja, ist 2 Jahre jetzt. Gratuliere dir, Diggi. Dankeschön. Gratuliere dir. Ich hoffe, ein zweites kommt auch noch. Wie ist es so, Vater zu sein? Anstrengend, wunderschön. Die 2 Sachen würde ich so kombinieren, ne? Aber die beste Entscheidung meines Lebens. Also, Digga, Holle, ich muss dir kurz unterbrechen, aber du fährst absolut gegen die Einwand. Ja, das ist hier eine... Oh, hier auch wieder. Nee, Digga, wir fahren... Ja, das sieht Holle nicht so eng. Aber wie ist das gemacht? Egal welche Straße ich fahre, ich verfalle. Sag mal ehrlich, das kann doch nicht richtig sein. Ich bleib jetzt hier stehen, naja. Ich muss jetzt mein Ticket nehmen. Junge, ist das geil. Junge, wie George und ich haben gewusst, Digga, Holle ist einfach ein geiler Typ, geil verpeilt. Er hat auch gerade erzählt, dass er einfach mal seinen Hund einfach vor dem Supermarkt vergessen hat. Also gar nicht gehört. Also ich weiß nicht, was los ist, aber seitdem wir hier da sind, Digga, und sprechen andauernd irgendwelche random Personen an, und die hat uns gerade angesprochen, random erzählt, dass sie gerade da hinten einfach pissen war. Das ist bei mir immer so. Schon damals haben mich die Rentner angesprochen, mir ihr Lebensstory erzählt, obwohl ich gerade keine Zeit hatte. Ich war immer zu nett, nein zu sagen, habe mich da hingesetzt, 20 Minuten geredet, zu spät gekommen zur Arbeit. Das Beste ist, Digga, also Holle kann mindestens genauso gut Englisch wie ich. Dementsprechend konnten wir natürlich eine mega... Schlecht im Englisch? Ja, Digga, ich bin... Nee, eigentlich, ich bin nicht so schlecht, Freunde, aber ich bin jetzt auch nicht der Profi. Wir haben übrigens gerade den 2. Döner vernascht. Ich kann es nur wieder sagen, schaut unbedingt bei Holles am Kanal und bei meinem Hauptkanal vorbei, weil da kommt ein geiles Video bezüglich Döner, Foodspots, bla bla bla. Holle, ich habe ihn gerade gefragt, er macht nie Handbremse an. Ich warte drauf, Digga, bis der mal bei einem Hang runtersteht. Holle, ja, ich war ja auch mal jung, ne? Was macht ihr da unten? Wo ist deine Hand, Holle? Ja, ich habe gerade mal, ich habe schon gesagt, er ist gelenkig, ich bin eine
Ich fotografiere eh nur ihn. Frieden, Weltfrieden. Holle, du musst aufpassen, Digga, weil der Wagen kann schon mal wegrollen. Dann bist du im Arsch, glaube ich. Der Wagen rollt nicht weg. Mach mir keine Angst, ich mach nie Handbremse rein. Kritisch. Okay, verschreien wir es lieber nicht. Hast du so einen Magenverschluss und der ist so ein Mechanismus vom Körper und dann holt er das alles durch den ganzen Körper hoch und du scheißt das aus dem Maul aus. Gibt sogar einen Fachbegriff Begriff für. Wirklich? Ja, wirklich jetzt. Ist dir schon mal passiert? Nee, ich habe das bei South Park früher gesehen und dann dachte ich, was für eine Scheiße. Meine Mutter hat früher im Krankenhaus gearbeitet und hat sie mir erzählt, dass das geht. Und dann habe ich das halt mal gegoogelt, ne? Also haben wir wieder was dazugelernt. Man kann aus dem Maul scheißen. Kann man, ja. Ich sag's euch wirklich. Jetzt kein Perfekt. Spaß. Ich fahr schon wieder wie ein Idiot, ja. Wir fahren einfach gerade mitten in der Stadt in der Fußgängerzone. Scheiße. Digga, was passiert hier? Ich wollte zeigen, dass ich mich ohne Navi so gut auskenne hier, wisst ihr? Und ich Digga, wir sind mitten auf der fucking Fußgängerzone. Ich muss das mal drehen. Also, ich bin auf jeden Fall beruhigt, weil wenn Holle noch seinen Führerschein hat, dann habe ich ihn noch lange. Ich habe ihn noch nie verloren. Doch, einmal mit MPU, aber das zählt nicht, weil ich da jünger war. Wirklich? Ja, ich musste, mein Probeführerschein wurde ein Jahr verlängert. Echt? Ja, weil ich Idiot mit dem Handy am Steuer erwischt wurde. Ja, was wirklich scheiße ist, Freunde, also nicht nachmachen, aber Holle ist auch ein sehr aggressiver Autofahrer. Nee, ich bin einfach, ich habe schnelle Reaktionswege. So kann man sagen. Perfekt.